Willkommen zurück zu Dark Souls 3, dem Level 1 Run. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir den dritten Boss besiegt, das fluchverderbte Großholz. Mit Level 1 und einer unaufgewerteten Waffe. Ach, war das ein Tanz? Ja, hab da ein bisschen die Challenge gesucht, aber wir haben genug Scherben, um... Wenn ich jetzt mal die Scherben finde. Ja, also plus 3 hätten wir die Waffe schon locker aufwerten können. Also auf Stufe 3 hochbringen. Aber nö, wir machen's mit Basisstärke. Warum nicht, ne? Jedenfalls, wir haben einiges bekommen, was wir uns noch nicht angeschaut haben. Wir haben bekommen... warte mal, Weihbau haben wir uns angeschaut. Hallo, wo war denn das jetzt? Wo war denn das ganze Zeug jetzt? Jedenfalls, wir haben hier erstmal die Seele. Seele des fluchverderbten Großholzes. Die Seele des fluchverderbten Großholzes. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Die verschiedensten Flüche fanden ihren Weg in die Untotensiedlung. Die schlimmsten von ihnen wurden in einen Geistbaum gebannt. Forderten am Ende aber ihren Tribut. Ja. Heißt, in diesem Baum steckten einfach nur zahllose Flüche. Dann haben wir mit... Da ist es doch. Dann haben wir mit dem Baum, mit dem Sieg über den Baum, noch was bekommen. Und zwar den Wandlungsofen. Ein alter Wandlungsofen aus Kurland. Hergestellt aus Häuten der Kristallechsen. Den Aschefürsten Ludet geben, um eine Seelenwandlung durchzuführen. Dieser Ofen kann verdrehte Seelen wandeln, um mit Hilfe ihrer konzentrierten Essenz Spezialgegenstände herzustellen. Von jenen, die es nicht zu verwenden wissen, als verboten, verdammt. Ja, und das Ding werden wir gleich abgeben. Aber davor noch die Bande der Wirbelsäule, denn wir hatten ja noch ein schönes Duell mit Hodrik, dem Invader, der Wallbauer. Ein besonderer Knochen, gesammelt von den Mitgliedern des Bunds der Wallbauer. Er wurde in den Leichen ihrer Opfer entdeckt. Nur ein solcher Knochen ist in der Wirbelsäule vorhanden und die Wallbauer glauben, es handle sich um eine Fessel der Götter. Ihrer Meinung nach stellt jedes Opfer ein weiteres Bindeglied dar, ein neues Mitglied der Familie. Ja, was ich damit vorhab, dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal den Wandlungsofen abgeben. Und zwar bei dir, ne? Fret not, my feet are here firmly planted, for I am a lord, and this is my throne. Schön, ich hab was für dich. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now. Bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition? Wandlung beginnen. Ja, und jetzt können wir unsere Bossseelen gegen Bosswaffen eintauschen. Ja, wir sehen jetzt schon mehrere Sachen hier. Höhlenschlechter Großschwert, Großaxt des Dämons, Worts Großhammer, Astors Speer, Dämonenfaust und des Hohepriesters linkes Auge.
Ja, ne? Mit einiges zu lesen. Höhenschlechter Großschwert. Ein maskierter Ritter verwendete dieses Großschwert sein gesamtes Leben lang. Es birgt die Furcht, die sich in den Gedanken der Höhlen eingebrannt hat und ist gegen solche besonders effektiv. Er wurde einst einem Ritter von Myra verliehen und erlaubt beidhändig geführt eine besondere Technik. Fertigkeit Haltung. Ja, ich glaube, diese Waffe ist dem Myra-Großschwert aus Dark Souls 2 nachempfunden und ist, wie die Beschreibung schon vermuten lässt, sehr effektiv gegenüber Untoten. Ja, das Ding hat dann einfach mal Bonusschaden gegen Untote. Hat doch was, ne? Aber von den Werten her, wir werden es nie tragen können. Großaxt des Dämons. Braucht die Seele eines Dämons. Mhm. Wieso wird das hier schon angeboten, obwohl wir noch keine Dämonenseele haben? Naja. Eine unter Dämonen beliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers. Die aus der Chaosflamme geborenen Dämonen bergen Feuer in sich. Trotzdem sind sie missgebildet und verzehrt. So als ob sie nie sein sollten. Fertigkeit Dämonenfeuer. Im Inneren der Axt wird kurzzeitig eine Flamme entfacht, die auf Boden und Gegner niederschlägt. Sehr coole Waffe, also die macht echt Spaß. Aber ja, braucht 28 Stärke und hat Wille und Intelligenzanforderungen. Yo, ne? Na, aber echt, gerade mit der Fertigkeit, das ist so eine kleine eine Feuerexplosion, die man mit dem letzten Schlag auf dem Boden da auslöst. Echt cool. Worts Großhammer. Der Großhammer des Vorreiterritters Wort aus dem Nordwindtal. Die im innewohnende Kälte baut sich im Körper des Gegners auf, verursacht Erfrierungen, saugt seine Gesundheit auf und verringert dessen Schadensminderung und Ausdauerregeneration. Fertigkeit Durchhaltewillen. Auch schon die Fertigkeit, muss ich also nicht zeigen. Astors Speer. Eine der Flüche, die im Großholz schweren und eine furchtbare Waffe von Fürst Astor, dem Pfähler. Dieser Speer ist von fauligem, stark giftigem Fleisch umgeben. Ein Sieg über Gegner regeneriert TP. Ist doch schon mal nett. Fertigkeit Schildspalter. Einen großen Vorwärtsschritt folgt ein einzelner konzentrierter Stoß, der Gegnerschilde durchschlägt und Schaden verursacht. Ja, auch eine spaßige Waffe. Aber die Geschicklichkeit, ne? Aber auch, macht Fun, die Waffe, die ist cool. Dämonenfaust. Ja, 20 Stärke. Die Dämonenfaust ist mit Feuer durchwirkt, dessen Kräfte durch die Waffenfähigkeit entfesselt werden. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Faust. Fertigkeit Feuertornado. Wirbelt mit ausgestreckten, flammenden Fäusten durch Gegner und nutzt dabei den Schwung für einen schweren Angriff, bei dem beide Fäuste auf den Boden geschlagen werden. Muss ehrlich sagen, habe ich bisher noch nie wirklich benutzt. Sehen cool aus, aber ja. Ich nutze Faustwaffen nur zum Parieren. Hohepriesters linkes Auge. Ein verzauberter Ring, den Hohepriester Sullivan seinen Rittern verleiht, regeneriert TP bei aufeinanderfolgenden Angriffen. Ritter, die in die schwarze Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Es ist also kein Wunder, dass die Hohepriester diese Ringe nur jenen gibt, die in fremde Länder ziehen. Und wisst ihr was? Nehme ich. Gekauft. Damit ist die Seele von Wort vom Nordwindtal schon mal weg. Die Seele vom Großholz, mich reizt jetzt weder der Speer noch das Schwert. Auch wenn ich es euch mal gerne zeigen würde in Aktion, aber... Now, do not
Aber ja, ne? Das machen wir jetzt lieber so. Gehen wir so rum. Ich bin so frei. Und plopp die Seele. Hm. Und ich mache sogar noch weiter. Ich verkaufe ein paar Kleinigkeiten. Was kann man verkaufen? Na, die ganzen Edelsteine, die werde ich, glaube ich, eh nie nutzen, aber ich behalte sie mal. Waffen. Den Groß haben wir noch nicht gelesen. Weil ich letzten Part einfach schnell zum Boss wollte. Wegen dem blöden Zeitlimit bei Greyrat. Ein riesiger Holzhammer und Werkzeug der Arbeiter aus der Untotensiedlung. Er dient eher dem Zermahlen von Fleisch und Knochen bei Bestattungen und nicht dem Kampf. Fertigkeit Wirbelschlag. Hm, nett. Aber mehr auch nicht. So, Sense, weg. Peitsche, haben wir die Peitsche schon mal gelesen? Bin mir gerade nicht sicher. Ich mache einfach nochmal schnell, okay. Eine nicht für den Kampf gedachte Lederpeitsche. Sie ist gegen Rüstungen und harte Schuppen praktisch nutzlos. Aber gegen Gegner mit ungeschützten Körperstellen äußerst effektiv. Fertigkeit Aufschlag. Gezeigt habe ich es aber noch nicht, deswegen behalte ich es erstmal. Die Luzerne habe ich gezeigt, kann weg. Den Flug habe ich gezeigt, kann weg. Partisane habe ich gezeigt, kann auch weg. Na, aber so komme ich auch nicht mehr auf meine 6000 Seelen, die ich noch gerne hätte. Die Großmachete habe ich gezeigt, kann weg. Ich will Geld machen, nicht... Siegbräu möchte ich gerade jetzt eigentlich nicht... Ja, ihr merkt schon, ich bin im Überlegen. Ich hätte gerne noch 5000 Seelen. So, ne? Dann halt nicht. Ich hätte halt jetzt gern das Zeug für... wo ist er denn? Hier, der Schlüssel. Den Turmschlüssel. Gut, dann halt nicht. Dann geben wir ihr halt mal die Schattenasche. Wir haben ja die Asche des Bestatters gefunden. Und diese Asche bringt uns neue Items zum Kaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, was genau. Ich glaube, das Harzbündel hier ist neu. Aber das ist halt nur... Ja, eine länger haltende Version von dem hier. Oder was kürzer? Ich weiß gerade nicht. Egal. Köderschädel dürften neu sein. Und auf jeden Fall neu ist der Grabschlüssel. Und das ist auch das Wichtigste, was man mit der Asche bekommen kann. Schlüssel zu der versperrten Tür der Kanalisation unterhalb der Untotensiedlung. Das Grab, das nicht länger besucht wird, war einst die Stätte der Statue von Velka, der Göttin der Sünde. Es heißt, hier wurden Missetaten vergeben und Flüche aufgehoben. Noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Glaube. Jedenfalls Grabschlüssel kaufen wir. Ach, und das menschliche Herz dürfte auch neu sein. Tja, ne? Machen wir. Jetzt will ich aber erst nochmal zu Greyrat und schauen, was der Neues im Angebot hat. Na, mein Freund, wie lief die Diebestour?
and you've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a score. Go on, have a gander. Nun denn, was hast du Neues? Neu dürfte der göttliche Segen sein. Heiliges Wasser, das von der Königin Lothrix gesegnet wurde, stellt TP vollkommen wieder her und heilt Leiden. Die Königin Lothrix war mit dem ehemaligen König Okairos verheiratet und wurde einst als Göttin der Fruchtbarkeit und Wohltätigkeit verehrt. Nach der Geburt ihres jüngsten Kindes Ocelot verschwand sie im Stillen. Neu dürften auch sein... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Panzerbrecher ist neu. Ich müsste mich mal vorher informieren, was da jeder neu dazu bekommen. Ich weiß da immer nicht alles. Tut mir leid. Panzerbrecher. Ein großes Stoßschwert, das die Rüstungen von Rittern durchschlagen kann. Die scharfe Schneide seiner gehärteten Klinge kann auch für Hiebangriffe genutzt werden. Fertigkeit Schildspalter. Hohe Empfehlung. Stärkster Degen im Spiel. Also, ja. Lohnt sich. Kann man auch einfach spammen. Nicht gut für PvP, weil man es auch leicht parieren kann. Aber das Gute an der Waffe ist, viele Gegner werden dadurch halt quasi zu Tode gestunt. Vor allem viele menschliche Gegner. Kann man einfach ja, draufhalten und der Gegner kommt kaum noch zu was. Sehr geil. Streitkolben dürfte neu sein. Oder? Nee, die Hacke ist alt. Ich bin mir nicht sicher, was Neues. Das ist auf jeden Fall neu, weil das ist aus einem... Das von einem Gegner, der erst wesentlich später kommt. Schild des Hohepriesterritters. Ein Schild der Hohepriesterritter. Diese eisigen Geister verweilen in Irisil. Dieser blaugraue, in dünne, kalte Luft gehüllte Schild ist leicht und zerbrechlich. Fertigkeit, Waffenfertigkeit. Ja, dann haben wir noch das Ritterset. Ein aus soliden Eisen gefertigter Helm eines niederen Ritters. Dieser Eisenhelm ist im Vergleich zu anderen Helmen seiner Art zwar robuster und gewährt höhere physische Schadensminderung. Sein höheres Gewicht geht aber zu Lasten der Ausdauer. Es sollte daher nur von belastbaren Kämpfern getragen werden. Ja, das ist quasi die Startausrüstung vom Ritter, wenn man halt den Ritter als Startklasse wählt. Ne? Ah, das Assassin-Set. Ich glaube, das ist die Kleidung vom der Diebesklasse. Ne? Weiche Lederrüstung der Assassinen, die in den Schatten lauern. Das dicke Leder bietet angemessene Schadensminderung, ohne unerwünschte Geräusche zu verursachen. Ein hochwertiges Kleidungsstück mit guter Schutzminderung. Kritische Stellen sind mit Metall verstärkt. Tja, ne? Doch cool. Und dann hat er, glaube ich, noch die großen Pfeile neu, aber die, ja, spare ich mir jetzt mal voll zu lesen. Und neue Bolzen. Scharfschützenbolzen und schwerer Bolzen. Yay. Ja, Scharfschützenbolzen. Diese rot gefiederten Bolzen nutzen die Scharfschützen von Karim. Ihre große Flugstrecke eignen sie sich gut gegen weit entfernte Gegner. Ja, kann ich auch später noch kaufen. Jetzt will ich erstmal Seelen sparen. And stay safe. Es lohnt sich auf jeden Fall, Krerets Quest hier weiterzuführen. Wir kriegen dadurch noch später richtig geilen Stuff, den ich auch ja, jedem empfehlen kann. Es lohnt sich. So, dann wollen wir doch gleich mal den... Ach ja, hier, Das Leuchtfeuer vom Baumboss.
praktischerweise direkt vor dem Altar der Wallbauer. Kann man gleich sein Zeug mal abgeben. Ja, jetzt wollen wir den Kanalisationsschlüssel einlösen. Und damit die nächste NPC-Questline starten. Ja, das wird der Part der NPC-Questlines. So, wir haben mit Ludet interagiert, wir haben mit Greyred interagiert, mit der Schreinmaid, mit der Schreinjungfrau. Oh, Mama Ratte ist wieder da. Oh, Mama Ratte, aber auf dich habe ich jetzt gerade keinen Bock. Dann müsste ich ja von der anderen Seite kommen und dein Gesindel weglocken. Nee, du. Lass gut sein. Geh sterben. Ein Hoch auf Feuerbomben. Na, da sind bestimmt noch Ratten, ne? Ja, da vorne kommen sie angewuselt. Gerade jetzt muss das Vieh natürlich stehen bleiben, wo ich zum Schlag aushole, ne? Ich immer zu früh schlage. Ups. Wollte ich nicht, ich wollte heilen. Lass mich raten, wenn ich jetzt an die Tür gehe, kommt die letzte Ratte an, ne? Ne, ne? So, Schnauze. Oh, was droppst du Schönes? Eine Seele. Grabschlüssel benutzt. Ach so, leider. Ja, wie schon mal gesagt, man kann hier auch ohne Schlüssel hinkommen, indem man einfach an einer bestimmten Stelle runterspringt. Und sich am besten vorher nackig macht. Ich bin am Überlegen, wo ich lang gehe. Ja, man sollte sich, bevor man runterspringt, nackig machen, weil Fallschaden und so, ne? Fallschaden erhöht sich, je nachdem, wie viel Belastung wir haben. Ich möchte gerne erst das Item haben. Danke. Lindentuch, danke. Das ist unsere Startkleidung. Brauche ich also nicht mehr vorlesen. Und hier haben wir sie schon. Die Statue, die im Infotext des Schlüssels beschrieben stand. Die Statue von Velka, der Göttin der Sünde. Ja. Aber ich kann nicht um Vergebung bitten und ich kann auch nicht geläutert werden. Was soll denn das? Ja. Zur Erklärung. Bei Vergebung erbitten könnt ihr euch von Sünden befreien lassen. Heißt, wenn ihr mal einen NPC verärgert habt, also ihn versehentlich geschlagen habt, bis er sauer wird und euch angreift, dann ja, könnt ihr hier um Gnade bitten und der NPC wird euch wieder vergeben. Und wieder friedlich sein. Ne? Ja. Das andere hingegen, die Läuterung, die ist ein bisschen komplizierter. Wenn ihr die Questline von Joel macht, also dem Typi, der euch kostenlos aufleveln lässt, dann werdet ihr mit einem Fluch belegt. Dieser Fluch wird euch ein spezielles Item ins Inventar legen. Ein dunkles Siegel. Dieses Siegel kann man nicht so ohne weiteres entfernen. Es wird aber im Menü hier bei den Attributen ein neuer Punkt erscheinen. Aushöhlung. Und dieser wird dann steigen, je öfter ihr sterbt. Und je öfter ihr sterbt, desto höher die Aushöhlung. Und je öfter wird Joel euch gratis aufleveln lassen. Ja, das hat eben mit, wie schon mal gesagt, mit einer besonderen Questline zu tun. Das Dumme ist, bevor ihr diese dunklen Siegel entfernen könnt, wie ihr sie
Hallo? Kann ich jetzt mal bitte wegrollen? Ja, danke. Nein, kein Fernglas. Fernglas. Nein, 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 nein. Bevor ihr diese dunklen Siegel entfernen könnt, also wirklich ganz weg machen könnt, müsst ihr erst die Aushöhlung wieder auf Null setzen. Und dafür ist der zweite Punkt bei der Velka-Statue. Ihr setzt einfach nur die Aushöhlung auf Null zurück. Und dann könnt ihr bei dem anderen NPC hergehen und sagen, da, nimm mir die dunklen Siegel. Tja, das ist der ganze Sinn hinter der Velka-Statue. Ich kann es euch leider nicht in der Praxis zeigen, weil wir eben diese eine Quest nicht machen können, aber ja. Au, verdammt, verdammt, Hinterhalt. Das wusste ich jetzt nicht mehr, weil ich in der Regel wirklich runterspringe. An der einen besagten Stelle. Ich gehe hier selten durch. Durch diesen Gang. Oh, geil, Falk, Redrop. Redrop, whoop, Hype. Gott, ey, wisst nicht, wie oft ich, also wie lange ich diese Charakter, jetzt verhaspel ich mich total. Ihr wisst nicht, wie lange ich dieses Falkion mit meinem Hauptcharakter gefarmt habe, wie oft ich diese blöden Skelette gekillt habe. Oh, furchtbar. Ach halt, hier war doch irgendwo, muss ich aufpassen, hängt irgendwo was an der Decke, genau hier. So. Gesegneter Rot-Weiß-Rundschild. Der einzige Rot-Weiß-Schild im Spiel, wohlgemerkt. Also, ja. Von daher lohnt sich das hier schon. Jetzt ist hier natürlich eine kleine Rattengrube. Kommen alle aber erst aus ihren Löchern gekrochen, wenn ich da reingehe, ne? Aber hey. Okay, damit erreiche ich dich nicht. Und du wartest jetzt auch dreisterweise. Ja, dreh dich noch weg. So. Oh, glaubst du, du bist jetzt da unten sicher? Hä? 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 So. Raus in den Brandbomben. Da hier sonst eh nichts weiter ist. Itemkrallen, Talisman und rauf. Rauf, 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 rauf. Guck doch die Rattenplage an. Okay, sind nur zwei, aber egal. Ich hab gedacht, da kommen ein paar mehr. Hm. So, und jetzt sind wir genau hier. Bei der eingesperrten Dame, die daran gescheitert ist, eine Feuerhüterin zu werden. Ah, leider schaut sie gegen den Boden. Mal gucken, ob wir ihr Gesicht sehen können. Mein Gott, was ist gerade los mit mir? Ich sollte nicht so spät aufnehmen wieder, ne? Someone there? Anyone? Oh, please. Whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Have mercy. Entschuldigung, Entschuldigung. Verdammt, ich wollte sie nicht schlagen, ich... Hab mich kurz gemutet, wegen Störung, dreh mich weg und komm auf den Knopf. Entschuldigung, verdammt. Entschuldigung, Entschuldigung, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ah. Idiot. Nein, nicht das, es ist unangebracht. Nicht winken. Jetzt habe ich die falsche Geste wieder drin. Ich wollte... Das hier. Ich bin so ein Idiot. Bitte,
Lass mich dich jetzt. Darf ich dich? Someone there? Anyone? Oh, please. Whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Ja, ich werde dich berühren. Normal berühren, nicht unsittlich, was ihr Ferkel wieder denkt. There you are, so close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Gebet, danke schön. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Ja, aber gern nehme ich deine Dienste an. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Ich freue mich, mit dir zusammenarbeiten zu können. So. Jetzt mal gucken, was ihr lieber Bewacher dazu sagt. Dass wir sie, ja, befreit haben. You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? I am allied. Okay. Ja. Egon hat uns nun quasi. Ja. Die Lady anvertraut, die Irina von Karim. Und ich würde mal sagen, die gehen wir doch am besten gleich mal besuchen, ne? Oh, ich könnte mich so. Ich bin müde. Ich knurre nach dem Part auf. So. Ihr merkt schon, so langsam wird es hier voller und voller. Da drüben auch Greyrat. Hier haben wir unseren Pyromanten Kornix. Und hier hinten, ganz im Eck. Ja. Hier macht sich Irina es bequem. Die blinde Irina von Karim. Ja, sie ist blind, deswegen auch. Die Dunkelheit umgibt sie und so, ne? Oh, Champion of Ash. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper. Kamera. But I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Von ihr können wir Gegenstände kaufen und Wunder erlernen. Heilen.
Ein elementares, von Klerikern gewirktes Wunder stellt TP von Wirker und Umgebenden wieder her. Zum Wirken von Wundern muss eine heilige Glocke oder ein Talisman ausgerüstet und ein Wunder an ein Leuchtfeuer eingestimmt sein. Jo, einfach ein stärkerer Heilungszauber. Auffrischen. Wunder, das einst die Ritterkleriker schätzten, stellt TP nach und nach wieder her. Die Auffrischung ist ein Relikt aus dem alten Glauben von Lloyd und zeugt von unbeugsamem Kampf der Ritterkleriker. Lieblose Tränen. Ein von Morne, dem Apostel des Erzbischofs, geehrtes Wunder. Haltblutungen, Vergiftungen und Erfrierungen des Wirkers und der Umgebung. Ja, ne? Liebkosende Tränen ist eine Geschichte der vielen Tode, die die Göttin Katia umwiegen. Morne war einer ihrer bekanntesten Anhänger. Rückkehr. Wunder, das fahrende Kleriker erlernen. Bringt den Wirker zum Leuchtfeuer der letzten Rast oder dem Leuchtfeuer im Schrein zurück. Würde normalerweise in die Heimat führen, wurde aber vom Fluch der Untoten verdreht. Nun gelangte Wirker stattdessen zu einem Leuchtfeuer. Der Heimat der Untoten? Ja, dieser Zauber ersetzt quasi die Heimatknochen. Ja, ne? Nett, soweit. Heiligenring. Erlaubt einstimmend zusätzlicher Zauber. Der Ring eines Heiligen von Karim. Erlaubt einstimmend zusätzlicher Zauber. In Karim erfüllen die Heiligen die alten Geschichten mit Leben. Sie prägen sich unzählige schwere heilige Bücher ein und verlesen sie mit Sononer Stimme. Für diese Kunst sind sie weit bekannt. Und den nehme ich gern. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. You know, in my home of Karim, I was a nun. I, although to be very terrible. Have a pleasant journey, Champion of Ash. I pray for your safety. Dankeschön. Ja, eben wie unser Pyromantenlehrer braucht auch Irna Folianten, um uns neue Sachen beibringen zu können. Ja. Und an der Stelle seid jetzt ihr gefragt, ihr lieben Zuschauer. Es gibt zwei Ausgänge von Irinas Quest. Ein gutes und ein böses Ende. Ja. Das Gute ist, ich sag mal, einfacher. Das Böse ist halt, ja, schwerer, herausfordernder. Die Belohnung am Ende ist relativ gleich, also da, ja, ändert sich nicht viel. Ihr dürft entscheiden, was ich mit meinem Level 1 Charakter hier zeigen soll, was das andere. Zeige ich in den Bonuspart mit dem anderen Charakter. So. Der Part ist schon wieder fast voll. Dabei wollte ich doch noch was anderes machen, ne? Dann lesen wir noch schnell das Zeug, was wir gefunden haben, ne? War ja auch noch einiges. Genau, den Ring. Wollte ich noch ausrüsten. Und dann haben wir noch gefunden. Das Falkion.
ein normales Krummschwert und zugleich eine weit verbreitete Hiebwaffe. Wenn ich, darf ich nicht lache. Die tiefschneidende Hiebwaffe des Falchions sind jedoch gegen Rüstungen und harte Schuppenpanzer wenig effektiv. Fertigkeit Wirbelhieb schneidet in einer großen Drehbewegung durch Gegner und nutzt einen schweren Angriff für einen abschließenden Wirbelhieb. Sage ich mal kurz von den Werten her. Naja, uns fehlt die Geschicklichkeit, ne? Hm. So. Das ist das Falchion. An sich schöne Waffe. Frisst halt Ausdauer wie Sau. Der Wirbelhieb. Da hat man es nicht richtig gesehen. Machen wir es halt so. Jo, sieht doch nett aus, ne? An sich schon eine sehr lustige Waffe. Gerade für Charaktere mit viel Geschick. Kann ich empfehlen. Dann haben wir noch gefunden das Rot-Weiß-Rundschild. Ein hölzerner Standard-Rundschild mit beeindruckender Rot-Weiß-Farbgebung. Hölzerne Schilde sind leicht, handlich und bieten relativ hohen Schutz gegen Magieschaden. Ja, Fertigkeit parieren. Punkt. Dann lag in der Rattengrube noch der Heiligen-Talisman, der 16 Glaube braucht, um ihn benutzen zu können. Puh. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Talismane aus Elfenbein werden nur weiblichen Geistlichen gegeben. Der Glaube hat großen Einfluss auf seine Effektivität. Ihm wohnt eine gewisse Labilität inne, die durch seine Fertigkeit verliehene Standhaftigkeit beeinträchtigt. Ja, oder so. Fertigkeit, unbeugsames Gebet. Dasselbe wie hier. Ja. Erhöht beim Wunderwirken kurzzeitig die Balance und verhindert, dass Gegner das Gebet unterbrechen. Kann in beiden Händen auch angelegt werden. Ja, nett, ne? Dann haben wir noch gefunden die Rotgriff-Hellebarde. Eine Hellebarde der Geistlichen mit langem roten Griff. Die vielseitige Waffe kann wie ein Speer gestoßen oder wie eine Axt seitlich geschwungen werden, was ihre Effektivität gegen mehrere Gegner erhöht. Fertigkeit Durchhaltewillen. Ja, kann ich ja mal kurz zeigen. Halt. So. Nett. Echt nett. Habe ich aber auch nie wirklich benutzt, die Hellebarde, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich bin mir so ein Geschick-Fanatiker. So. Ich hätte jetzt gern noch die 20.000 Seelen für den Schlüssel zusammengekriegt, aber das schaffen wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal. Ja. Und dann, kann ich schon mal sagen, werden wir endlich mal losgehen und diesen Schlüssel einlösen. Das ist, ja, noch offen. Und dann können wir ins nächste Gebiet aufbrechen. Gut, Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.